Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ja, wir sollen heute die eine tote Liebe finden. Und dafür gehen wir zur Buchzahnhöhle, das ist da in der Nähe. Tragen dazu das Amulett von Mara, klar, gibt Sinn. Und dann werden wir, denke ich mal, da wieder irgendjemand verkuppeln oder irgendwas bekämpfen, oder ich weiß es nicht genau. Yes. Es ist auch wieder viel zu dunkel für mich. Da sieht man, wie die Milchstraße wandert. Okay, das gefällt mir schon eher. Das gefällt mir schon eher. Hier sieht man auch gerade mal die gute Grafik tatsächlich. Wie alles irgendwie gut aussieht. Also vor allem die Pflanzen mittlerweile. Pflanzen waren jetzt sonst immer so mein Problem bei Skyrim. Die sehen jetzt mittlerweile auch ganz gut aus. Das weiß ich nicht, aber es sieht irgendwie komisch aus, das Viech. Ein Dreugre. Fuck. Oha. Eine Mudcrab. Okay, das ist nicht das Problem. Nee, das, wenn es so weitergeht, nicht. Aber ich denke doch, dass sich das noch, oh shit. Ein Istkarpfen, Mattkopf, Chitin. Oh, ein Ring. Na wunderbar. Direkt ein Drache. Und dann noch so ein Eisdrache. Okay, das sieht irgendwie nach was anderem aus. Das sieht nicht nach Eis aus. Hi. Jukas, denk mal. Wo bist du? Willst du mich? Oh fuck. Okay, das wusste ich nicht, dass ich in der Zeit auch nicht meine Heilung ja, nicht machen kann. Okay. Jetzt wird's gefährlich, Leute. Warum sind hier so viele Gegner? Und allgemein, was ist hier los? Ich könnte einen Sturmatronarchen gebrauchen. Ja. Irgendwie seht ihr so viele Gegner auf dem Radar, aber ich sehe kaum einen. Ach, das ist der ist beschworen, okay. Da ist noch ein Wolf. Ich sehe gerade, dass meine Waffe auch nicht mehr geladen ist. Das ist natürlich auch schlecht. Oder? Ladung? Schwarze Sehnenstein. Okay. Ist das nicht rassistisch? Ich glaube, das war knapp. Boah, aber ich liebe diese Chaos-Situation, wo so viel gleichzeitig ein Ghost drängen. Nein, 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 nein! Oh, das mag ich, diese Situation, wo alles aufeinander plötzlich ist. Und ich glaube, das ist auch sowas, da werde ich. Ich habe ja bisher nur eine Creatures Mod. Das ist ja dieses Immersive Creatures. Ist ja sehr relativ bekannt auch. Aber ich glaube,
ich möchte halt noch Mods haben, wo halt deutlich, deutlich, deutlich mehr einfach spawnt. Oh oh. Hi. Nein, 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 nein. Drache, Drache, Drache. Weil einfach dieses Chaos ist für mich ein Bestandteil von Skyrim. Da ist nichts geordnet. Da ist alles ungeordnet. Verdammt. Okay. Wo landest du? Das ist ganz schlecht. Ich glaube, das könnte gefährlich werden, wenn ich nichts mache. Okay. Und Gifteffekt natürlich noch. Klasse. Grüß dich. Aber wie fliegt her denn? Der fliegt in Zeitlupe. Oh, was ist das denn hier? Okay. War ein kleiner Exkurs. Nein, 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 nein! Oh, der ist nicht gegen Feuer immun. Das ist nicht schlecht zu wissen. Okay, bis dahin komme ich nicht. Beziehungsweise bis dahin ist es mir nicht wert. Schattenmähne, was machst du da hinten? Kriegen das Ding aber, glaube ich, down. Okay, go, 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 komm schon. Es ist jetzt gerade fixiert auf die Schattenmähne. Nein, 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 nein. Jawohl! Und drauf! Und drauf! Und drauf! Und drauf! Drauf! Dachte ich! Ja, immer weiter, immer weiter! Jetzt erst recht! Komm schon. Nein, 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 nein. Die Sabbelkatze, die soll auch noch dazu kommen. Das würde mir alles den ganzen. Du darfst gerne landen. Nein! Mein Freund! Freundchen! Die Zeit ist gekommen! Scheiße! Oh oh. Heilige Maria. Jetzt ist es doch gerade ganz gut, wenn ich nach unten gehe. Okay, da hat er nochmal was auf, dass er sich, was ist meine Waffe?
Ich war gerade verwirrt. Ah, okay. Oh ne, jetzt haben wir auch noch diese Dinger dazu. Das ist, gar nicht gut. Doch, nein! Letzte Notfallnachname. Jawohl! Ja, so alle. Deswegen. Und drauf! Scheiße, wieso habe ich denn... Oh. Ja, scheiße. Okay. Das war ja... Okay. Das ist ja in Ordnung. Ich gehe auf dich los, du wirst sterben, hoffe ich. Okay, und jetzt immer weiter. Immer weiter, ich kann jetzt die dauerhaften Schlagstücke machen. Oh oh. Ich habe gerade andere Dinge wichtiger. Ja. Jawoll. Musst du ein Ektoplasma ganz viel nehme ich. Drachenknochen brauche ich nicht. Okay, und um die anderen können wir uns auch kümmern. Tja. Ich glaube, das war's. Mein Freund, ich packe auf dich eine Soul Trap. Tja, mein Freund, ich glaube, das wird's nicht mehr. Ups. Okay. Oh, da hinten ist noch ein Freund. Der guten Unterhaltung. Ach, du hast schon, glaube ich, schon. Und dieses Gold nehmen wir auch mit. Perfekt. War das mal wieder ein schöner Kampf. Okay, was haben wir denn hier? Roki, was macht ihr denn da? Okay, das, der letzte Kampf war aber über 100 Jahre her hier. Naja, eigentlich ein paar Sekunden. Okay. Wo ist er denn? Da. Toll. Ja, laufe ich hin. Passt schon. Es ist jetzt nicht so übermäßig weit, dass ich das nicht laufen könnte.
Oh nö, Riesen. Oh, eine Sabrekette. Na. Bitte. Das ist doch wohl gar nichts. Und noch mehr Sabokrets. Kann ja wie Säbelzahntiger, ne? Heißen die ja. Glaube ich. In Deutsch. Ja. Mehr Ausdauer könnte ich auch gebrauchen. Da dum dum da dum dum da dum dum da dum. Laufe ich überhaupt noch richtig? Na, also ich meine, hier geht es ja in Skyrim sogar noch, aber in Enderer war das ja immer mit den Bergen. Ich würde gerne mal wissen, wie lange das, also jetzt schon quasi, wissen, wie lange das anhält, dass ich noch diese Vergleiche mache, ne? Enderer als Skyrim. Weil ich habe es ja vorher nicht gemacht, die will ich jetzt ja auch irgendwann später nicht mehr machen. Ich glaube, ich sehe dich. Oh nö. Mammut. Und Riesen. Aber halt so zu Beginn kommt es noch. Hey! Ma. Jetzt sind auch noch Spinnen. Oh. Ich sehe nichts. Oh, die lebt. Oh, sorry. Ich könnte mal meine Heilung gebrauchen. Finde ich. Vermute ich jetzt mal so. Nee. Und Eisenhaut. Weil ich glaube, die sind. Hey! Was soll denn das? Dann fucke ich dich da ab. Wie ich das mache, ist mir egal. Ich bring dich zum Tod. Na toll. Ei. Also bitte. Ich kümmere mich noch mehr um das Kleine. Kämpfen die Wölfe hier gerade gegenseitig so? Na. Sorry. Oh, ich glaube. Eure Ehefrau sucht nach euch. Im Westen, in der Hochebene, hinter dem Erg. Warum wollt ihr hier nicht rasten? Das ist richtig. Lasst mich euch zu Ruki bringen. Jo. Dann gehe ich noch mal kurz zu Ruki. Das mache ich. Ja. Dann mache ich jetzt mal gerade hier noch. Hochebene hinterm Berg.
Ja, das passt. Eine Hochebene hinterm Berg. Das trifft darauf zu, finde ich. Ach ja, ach ja, ach ja, ist das schön. Eine fast vergessene Liebe wieder zusammenzuführen. Gibt es Schöneres? Ich weiß es nicht. Wieso ist denn da jetzt auch ein Riese und ein Mammut? Sag mal, habe ich euch nicht schon genug getan? Müsst ihr noch mal kommen? Aber ich glaube, die kann ich umgehen, oder? So wie es ausscheint. Ah, den Weg bin ich auch gekommen. Da sind nämlich noch die Säbelzahntiger. Das ist gut. Das ist gut. Weiß ich, ich bin richtig gelaufen und habe alles perfekt gemacht, so wie ich wollte. So, da bin ich. Das weiß ich auch nicht. Okay. Ich mache einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.